Es ist eines der am seltensten aufgeführten Bühnenwerke Wolfgang Amadeus Mozarts, die Serenata Irre Pastore. Am Opernhaus Zürich kommt sie jetzt zum ersten Mal auf die Bühne. 1775 für einen Besuch des Erzherzogs Maximilian Franz in Salzburg komponiert, empfahl sich der 19-jährige Komponist damit ein weiteres Mal für größere Aufgaben. Selbstbewusst benutzte Mozart ein Libretto von Pietro Metastasio, das vor ihm schon andere berühmte Komponisten in Musik gesetzt hatten. Eine Geschichte aus dem Persienfeldzug Alexanders des Großen. Titelheld ist der Schäfer Aminta, der zu Beginn nicht weiß, dass er der rechtmäßige Thronerbe ist, den Alexander in seine königlichen Rechte einsetzen will. Doch Aminta besteht auf seiner Liebe zu seiner Freundin Elisa und will der Königswürde entsagen. Doch erst nach zahlreichen Verwicklungen können sich die beiden am Ende, wie auch Tyrannentochter Tamiri und Alexanders Freund Agenore, in die Arme schließen. Martina Jankova, die in Zürich und Salzburg in vielen Mozart-Rollen zu erleben war, singt den Hirten Aminta, dem Mozart eine seiner schönsten Arien in die Kehle geschrieben hat. Also das Hauptinhalt ist immer das Wort, was wir sagen. Und da geht es wirklich, es ist unglaublich um schöne und tiefe Sachen. Da geht es eben über diese Statusdenken oder Nicht-Statusdenken. Auch die philosophischen Überlegungen. Orientierst du dich nach Ruhm? Orientierst du dich nach Macht? Nach dem, was du hast? Und das fragt der Alessandro. Oder, das ist das Schein oder Sein. Orientierst du dich an dem, was das Leben im echten Sinne ausmacht? Und das präsentiert der Re Pastore. Das ist das, was mir so gefällt, weil er sagt, ich muss mich nicht ablenken durch diese Sachen. Ich kann wirklich mit dem rohen Leben, kann ich zufrieden sein. Und das ist ein wunderschöner Gedanke. Eigentlich das eigentliche Leben an sich hat so viele Schönheiten, dass man es nicht künstlich noch bereichern müsse. Und er preist die Natur, das einfache Leben, das pure, einfache Leben, was eigentlich sehr wenig braucht, um glücklich zu sein. Und das ist ein herrlicher Gedanke, dem ich selbst sehr huldige. Also ist mir das sehr nah und ich singe das mit großer Freude. Regisseur Grisha Asagarow versteht seine Inszenierung, die er in einer der typischen barocken Brunnenanlagen angesiedelt hat, nicht zuletzt als Hommage an seinen großen Lehrmeister Jean-Pierre Ponel, mit dem er viele Mozart-Opern erarbeitet hat. Bei 22 Jahre Zusammenarbeit mit Ponel habe ich nie aus meiner Biografie gestrichen und ich habe mit Ponel hier angefangen in Zürich, durch ihn kam ich hierher, mit ihm habe ich Mozart, mit ihm habe ich zum Teil noch Monteverdi machen können, ich habe mit ihm weiter noch gemacht seinen letzten Jahren in Wien und ich finde gerade dieser Mozart ist meine Hommage an Ponel in einer sogenannten ponelisierten Inszenierung, die ich mache, das habe ich auch gesagt, ich fange an mit Ponel, habe angefangen mit Ponel und höre also hier ist es ja meine letzte Inszenierung in einer festen Position, höre also auch auf mit Ponel und das habe ich gerne gemacht. Man kann es auch nicht auf den Kopf stellen und ich finde auch nicht, dass es unbedingt in eine ganz moderne Ambiente passt, weil es ist kein Stück, was man sagt, ja, das führt uns weiter, sei es sozialkritisch oder politisch oder sonst irgendwie oder so, weiß nicht ganz, das ist
so doch ein leichterer Mozart, dem es gut tut, wenn er, glaube ich, so gemacht wird, wie er mal gedacht war. Und er wurde nicht mal als Schauspiel, also als gespielte Oper, sondern als Serenade gedacht, sagen wir mal halb szenisch früher. William Christie leitet vom Cembalo aus das auf Originalinstrumenten musizierende Orchestra La Scintilla der Oper Zürich. The music is glorious, really quite glorious, but it's not what you call a heavyweight in terms of dramatic action, that's for certain. But I think it was just a pretext to writing some very, very fine music at the age of 19 or 20 years old. I can define the kind of voice that I like in this Mozart. It's a bel canto style. That's to say, singing on the breath, you know, very free, good coloratura, very flexible. We're not looking for decibels, for loudness or what have you. We're looking for something which is much, much more subtle and more beautiful. It's exactly the kind of Mozart that I like. And of course, I know the orchestra so well now that they can almost anticipate what I want. They know what, the kinds of colors, the kinds of sounds, the kinds of articulations and phrasing that I like. Obviously, I'm devoted to the Baroque era. But obviously, when I have to choose one person who's outside of that, it would be, of course, hands down Mozart. Als Alexander der Große stellt sich der mexikanische Tenor Rolando Villazón erstmals am Opernhaus Zürich in einer Neuinszenierung vor. Nach vielen Erfolgen als Alfredo, Hoffmann, Don José oder de Grieux freut er sich über seine Begegnung mit Mozart und mit Alexander dem Großen, der bei all seinen Bemühungen, Friedensstifter und Wohltäter zu sein, doch das Glück zweier Paare ernsthaft gefährdet. In Musik für mich, es gibt etwas nicht komisch, aber leicht. Diese Rolle, die Musik spricht nicht über jemanden, der kommt und sagt, dies pander, na, es ist, dies pander, solen fatta, nube, für ihn ist, Leben soll keine Probleme sein. Wo sind die Probleme? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Solutionen. Diese Musik ist voll Leben. Mozart war, er brennt, Mozart brennt, seine Musik brennt. Und es ist so klar, so nett. Man muss einfach folgen. Neben Rolando Villazón als Alexander und Martina Jankova als Aminta sind Marlin Hartelius als Elisa, Sandra Tratnik als Tamiri und Benjamin Bernheim als Agenore zu erleben. Irre Pastore von Wolfgang Amadeus Mozart, inszeniert von Grisha Asagarov, ausgestattet von Luigi Perego. Ab 4. Juli 2011 im Opernhaus Zürich. Ja, willkommen Mozart in meinem Leben, willkommen in meiner Karriere. Es ist eine große Ehre, diese Musik zu singen.